hoffbar als Lehrer. Wie ist es allgemein erstmal Lehrer zu sein? Das ist jetzt noch nicht so lange. Hier bin ich jetzt erst seit dem Schuljahr. Davor schon länger. Okay. Hast du gewisse Vorteile bei deinen Schülern, da du skatest oder gut Skateboard fangen kannst? Ich würde das nie sagen in der Schule, ich habe das auch noch nie gesagt. Du würdest sagen, waren deine größten Erfolge oder sind deine größten Erfolge? Bei größeren Contests auch gute, sehr gute Plätze gehabt, aber das ist für mich, oder auch sogar größere mal gewonnen was, aber das ist für mich gar nicht der Erfolg. Für mich ist Skateboard auch gar keine so eine Wettkampfdisziplin, das sollte man nicht messen können. Das Erfolge für mich ist, dass ich mal an größeren Videoparts oder so gearbeitet habe, oder Interviews oder zugleich Interview mit Videopart, wo ich dann ein Jahr oder so dann gefilmt habe an verschiedenen Orten, und das als Gesamtkonzept, also was Cooles ist. Konntest du mal vom Skaten an sich leben durch Sponsorengelder? Ja, ich hab's gemacht. Okay. Ich habe halt Geld bekommen und hat gereicht. War zur Studentenzeit, da brauchst du nicht viel Geld. Und dann kann man einfach easy life machen, jeden Tag aufstehen, wann man will, feiern gehen, ab und zu oder auch mehr. Und dann hat man einfach keine richtige Aufgabe. Das ist halt, weißt, irgendwas fehlt. Wie findest du Ulm? Zum Skaten. Ausbaubedürftig. Ist nicht viel da, könnte viel mehr da sein. Die Anlage ist halt leider 0,0 zeitgemäß. Boden ist richtig übel, wenn du da hinfliegst, lässt deine ganze Haut dort. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, flowiges Fahren mit minutenlangen Hin- und Hergefahren ist dadurch gar nicht möglich, weil du durch den Park gestoppt bist. Was super cool wäre, irgendwas mit Echtbeton. Außenrum, wie so ein Swimmingpool, was auch immer, und alles fließend ineinander mit irgendwelchen Wellen. So kleine Titten werden die genannt dazwischen, und einfach spielerisches Fahrgefühl. Da würden dann auch gleich automatisch alle Niveaus angesprochen werden. Es ist nämlich nicht so, dass nur der Obertolle oder der Beste oder die Beste dort fahren kann, sondern das Coole daran ist, dass jeder fahren könnte. Kids könnten sogar mit dem Cityroller Fahrrad dorthin, Sportarten, übergreifende Bewegungslandschaft fahren rum, lernen spielerisch das ganze Fahren lernen.